Yo guys, the Blue Gangsta is back with Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Ging schneller als gedacht. Ja, der erste Part ist jetzt offiziell durch. Ich hoffe, ich kann öfter streamen. Das Problem ist, YouTube will halt gerade irgendwie nicht. Da muss ich nochmal gucken, wie das ist. Ansonsten mache ich es wieder auf Twitch. Ja, und das Spiel, damit habe ich mich in meiner Kindheit, wenn es um Crash geht, hauptsächlich beschäftigt, denn ich hatte zuerst Crash Bandicoot 2, dann 1 und dann erst 3. Deswegen, ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Let's go. Kristalle, natürlich, war ja klar. Aber Dr. Cortex, für volle Kraft brauchen wir nicht nur den Masterkristall, sondern auch die übrigen 25 Slave-Kristalle von der Oberfläche. Wie sollen wir da reinkommen, wenn wir keine erdgebundenen Agenten mehr haben? Du Narr! Denkst du, ich wäre mir der Lage nicht bewusst? Wenn wir keine Freunde mehr auf der Oberfläche haben, brauchen wir eben einen Feind. Crash? Crash! Crash! Mein Akku ist durch. Mach dich mal nützlich, großer Bruder, und bring mir einen neuen. Alright, then, and that's it. Alright. Inventar, ja. Hier kann das nämlich ducken. Genau, das ist nämlich der Vorteil. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Und wenn wir rennen und gleichzeitig ducken, dann macht er so einen Slide. Dann passiert nämlich das. Dann können wir jetzt eigentlich auch höher springen als sonst. Aber das war's mit den Fähigkeiten schon. Die super-duper Fähigkeiten kommen erst ab Crash Bandicoot 3. Und hier, wie ihr schon im Opening gesehen habt, sind diesmal nicht einfach durchlaufen und diese, ja, Dinger da als Abschluss des Levels, sondern diese lilanen Kristalle da, wie auch immer die heißen. Und es sind genau 25. Und jetzt guckt euch mal an, wie die das geregelt haben. Einladung ablehnen würdest. Ich brauche deine Hilfe. Um dich herum sind 5 Türen. Hinter jeder versteckt sich irgendwo ein Kristall. Die Kristalle sehen so aus. Bring mir die Kristalle, Crash. Das war's fürs Erste. Wir sprechen uns später. Wir arbeiten sozusagen jetzt gegen, also für unseren Feind einfach so, weil Crash nichts anderes übrig bleibt, sonst kommt er hier nicht raus. So. Und wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 25, also 5 Level insgesamt. So, und gleich könnt ihr, ja, ja. Das galt jetzt nicht als Level, dieses Intro da mit Coco.
sondern das hier ist das First Level. 62 Kisten. Nein. Warum gleich so viele? Okay. Dieses Sliden wird uns so vieles einfacher machen, das glaubt ihr gar nicht. Aber dementsprechend sind ja auch die Level schwerer. Ja, was mache ich? Ich werde fast runtergebrettert. Hä? Achso. Stimmt, das waren damals die extra Level. Jumpen und ducken, dann passiert das hier, so ein Ground Splat. Gott, war das knapp. Haha. Okay, das wird... Wow. Nein. Jetzt. So. Ah, okay. Schon kapiert. Ist schon ein bisschen lange her. Ah, verdammt. Na komm. Doch von der anderen Seite. Hä? Ich komm da nicht hoch. For whatever reason. Ah, okay. Wenn man spinnt, dann geht er noch extra. Ja, stimmt, wegen. Ja, okay, schon geblickt. Gangster. Ah, ich Idiot. Nochmal. Reicht. Okay, cool. So. Ja, hier kriege ich die 99er Marke auch hin. Hoffentlich. Ja, so geht's schneller. Alright then. Let's get this here. Kann man da hinten runterfallen? Das will ich gar nicht testen. Okay. 28. Diesmal nicht, danke. Ja. Irgendwas ist kaputt gegangen. Very nice. Und ein Jackpot. So lässt sich's auch gescheit spielen, alle. Und, okay, das war Untergrundlevel und das hier ist Bonuslevel. Okay. Nochmal 5 Kisten. So. Alright. Nice. Nice and easy. 42, noch 2 Kisten. Okay. Hat es im 1er genauso geklappt? Das wäre richtig stier gewesen. Ja gut, da kann er ja nicht sliden. Das wäre jetzt eigentlich schon die dritte gewesen. So, noch 5 Kisten. Nein. Okay.
Weg da. Ah, okay, verstanden. Oder wartet mal. Oh, nee. Kommt man da sonst irgendwie? Das ist jetzt schlecht. Scheiße. Ich brauch die Kiste da. Jawohl. Gangster. So, noch eine Kiste. Na komm schon, Crash. Geht doch. Wo ist die? Da ist die letzte. Damit hätten wir alle. Die Kristalle sind immer zwischen. Immer so Hälfte von der Stage, drei Viertel so in der Art, so auf der Strecke befinden sich. Obwohl, ich glaube, im 2 war es sogar ja kurz davor. Egal, wir haben beide krank. Obwohl ich hier wieder nicht jetzt auf alle Edelsteine machen werde, so wenn es geht, dann geht's, wenn nicht, dann nicht. Ich meine, die lila Kristalle müssen wir sowieso holen. Ja, genau. Hier gibt's auch schon ein Special, den Run. Ah, zum ersten Mal der Dance. Bah! Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt hör genau zu. Diese Hologramme sind schwer aufrecht zu erhalten. Bei meinen intellektuellen Bestrebungen bin ich auf eine Macht gestoßen, die Welt, die zu zerstören droht. Die Kristalle sind die einzige Möglichkeit, sie einzudämmen. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Darum musst du sie mir unbedingt bringen. Bist du da, Crash? Crash! Ja. Seht ihr da das Blaue da unten noch für das Relikt, aber ansonsten gibt es hier den blauen, hier den roten, kann man noch besser sehen. Hier durchsichtigen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, die brauchen wir nicht alle so holen. Und ja, das Lip-Sync in diesem Game ist sehr enttäuschend. Entdecke den geheimen Weg und schließe ihn ab, um einen besonderen Edelstein zu halten. Ja, genau. Ja, jetzt kann ich euch zeigen, was ich schon im Einzel gemeint habe mit besonderem Weg. So. Obwohl, kommt drauf an, wie weit ich mich erinnere. Na komm schon, Crash. Da oben ist nichts. 4-7. Erstmal das hier oben. Very nice. Kosch, ja, zuerst dich. Dann dich. Ja, geil, fast auf die andere Seite. Ah, okay, das geht hier auch so. So, jetzt. Na komm schon. Jawohl. So, zack. Geht doch. What the fuck? Ja, ja. Schon Bonuslevel? Nee, das ist einfach nur, damit es weitergeht. Aber haben die echt cool gemacht. Also man sieht echt die Weiterentwicklung von dem Game. Ich glaube, irgendwo konnte man auch runter, oder nicht?
Ja, Bonusrunde. Die Musik ist auch cool. Kann man sich nicht beschweren. Holy. Ich hab fast gebrettert. Alright. Easy. Gibt's hier hinten noch was? Nee. Okay. Da hinten ist wieder eine Robbe, ja. So. Jawohl. Und runter geht's. Checkpoint. Na verdammt. So. Okay. Ja, die müssen wir da oben. Genau. So. Noch 24, schaffen wir das? Jawohl. So viele Nitro-Kisten, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben irgendwas vergessen. Z. Ja. Lass mal kurz gucken, weil irgendwo muss es noch einen Auslöser für die ganzen Nitro-Kisten geben. Hoffentlich bretter ich da nicht. Fast wäre es passiert. Oh shit. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass da was ist. Ah, hier, toll. Ja, jetzt haben wir es nämlich, glaube ich. Falls nicht, haben wir echt Kisten vergessen. Sieht noch okay aus. Aber es hieß ja, es gibt hier irgendeinen geheimen Weg. Auf, sorry. Auf den komme ich gerade nicht. So. Ja, diesmal kein Live, ich weiß. So. Really? Ist, nee, das ist nicht aktiviert. Aber den Kristall haben wir. Und ein extra Life. Und extra Apples wieder. Zack und zack und zack und zack. Die hätte doch gar nicht so kaputt gehen dürfen, oder? Muss auf jeden Fall was Besonderes dafür machen, besonderen Weg finden. Es kann sogar sein, dass man besonderes wie hier zerstören muss, um diesen Weg zu finden. Es könnte auch richtig offensichtlich gewesen sein und ich war einfach zu blöd, um es zu blicken. So. Wenn die Robbe mich da oben jetzt fertig macht, dann weiß ich ja auch nicht. So, wieder ein Live. Ich dachte gerade, wenn das jetzt bei 99 stehen bleibt. Oh, nee. Eine... Nein. Nein. Naja, egal. Kann ich jetzt nichts machen, weil auf dem Weg, habt ihr gesehen, war nichts mehr. Schade, wegen einer Kiste.
Naja, was soll's. Okay. So. Ah. So, du hilfst Cortex-Kristalle zu sammeln. Und doch hast du einen Ekelstein. Interessant. Tja, Crash, du musst wissen, solange du mit Cortex verbündet bist, bist du mein Feind. Und ich werde alles tun, um dich aufzuhalten. Wenn es dir wirklich um das Schicksal der Welt geht, dann musst du Edelsteine sammeln, nicht Kristalle. Wenn du alle 42 Edelsteine hast, kann ich einen Laserwerfer fokussieren. Einen Laserstrahl, der Cortex und seine Raumstation vernichtet. Bis dahin muss ich verhindern, dass du weitere Kristalle sammelst. Ja, und da kommt nämlich das True Ending ins Spiel. Erst wenn wir 42 Edelsteine haben, kommt nämlich das True Ending. Und mir ist gerade was aufgefallen, weil die Szene, die habe ich schon so oft gesehen, das glaubt ihr mir gar nicht. Und zwar ist es von der Raumbeleuchtung hier komplett anders, weil das war dort mit viel mehr Schatten, viel dunkler. Also im Originalteil war sein Kopf wie eine Glühbirne. Und hier war das fast schon so, dass also die Lichtverhältnisse ausgeglichen waren. Vom Raum her und vom Hologramm. Ist halt ein bisschen anders als man. Das hätte ich hingekriegt, wenn ich nicht gestoppt hätte. Nochmal. Sag ich doch. Easy. Wieder Piranhas, okay. Ulbuga. Ich habe einen Kumpel von mir, der Monkey die Bube, der kann das perfekt. Ja, Checkpoint. Wieder, ja, ah, cool. Oh, okay. Krank. Okay. Easy, noch easy. Das will ich. Oh Gott. Jawohl. Very nice. So. Sieht voll komisch aus, gell? Alright then, ja. Und schon die Bonusrunde. 20 Sekunden habe ich Zeit. Oder was war das gerade mit der Zeit dort? Na, ich Idiot. Okay. Ah, Mist. Ich dachte, das kann ich beim letzten machen. So, letzte Kiste und zack. Sehr schön. Okay. Aha. Das heißt, hier kriegen wir nicht alle. Auf jeden Fall noch nicht. Da ist schon der Kristall, das heißt, weit ist nicht mehr. Ein Checkpoint. Okay. Okay, erstmal entkommen. Warum sollte ich da? Nein, oh Gott, ist das kompliziert zu steuern. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ja gut, für live sind die Kisten immer gut. Kranker Loop. Das ist jetzt noch definitiv zu easy. Ja. Wir haben das Bonus-Level ja nicht gekriegt, das Extra-Level da nicht gekriegt.
diese Parts, die kann ich zeitlich nur ungenau bestimmen, sollte ich vielleicht noch sagen, weil ich habe eigentlich vor, pro Part eine Ebene zu machen. Drei Kristalle? Nicht schlecht. Wie ich sehe, hast du den Dreh langsam raus. Ich muss Energie sparen. Ich melde mich wieder, wenn du den fünften Kristall hast. Ja. So. Nummer 4. The Pits. Weil irgendwas weiß ich noch mit einem Eisbären. Und dieser Kugel da. Ja, mal gucken. Kisten mit einem. Ja. Ach so, okay. Gut geschlossene Kisten. Ich muss echt sagen, ich hab's. Obwohl es das Spiel ist, was ich von Crash Bandicoot Reihe am meisten gezockt habe, ist es auch dasjenige, wo ich jetzt gerade am meisten nicht mehr im Kopf. Alter, was ist denn los? Im Kopf hab. Und ich muss echt sagen, da ich ja erst vor kurzem jetzt den 1er durchgezockt habe, das war Talent. Da ich ja erst vor kurzem den 1er durchgezockt habe und jetzt den 2er sehe, muss ich schon sagen, Props. Okay. Props, weil es selbst, obwohl die Grafik die gleiche ist und die Charaktere jetzt, sage ich jetzt mal, 1:1 übernommen worden sind, sieht man schon deftig den Unterschied vom Design, vom Levelaufbau, von eigentlich allem. Also obwohl das insgesamt komplett HD-Edition ist, sieht man trotzdem die Unterschiede davon. Was schon ziemlich krass ist, ja. So. Zack. So. Okay, zwei Wege. Zuerst der hier. Ne, da hat's vorne Kisten. So. Okay. Okay. Wie lang geht denn der erste Weg? Okay. Ah, da ist der Kristall. Ich werde es nie schaffen, drei Masken gleichzeitig zu haben. So, und jetzt hoffen wir mal, dass ich den... Wartet ganz kurz. Zuerst so hier. Und dann den hier. Und jetzt... Probieren wir unser Glück. Okay. Nice. Nice. So easy kann's gehen, ja? Ah, fuck, das habe ich jetzt nicht gesehen. Wie denn auch? Alter, habt ihr das gesehen? Wie knapp. Okay. Oh, shit. Okay. Holy... Ah, damn. Welcher Checkpoint gilt jetzt? Der letztens geöffnet worden ist. Okay. Hä? Der wäre da fast runtergefallen. So. Muss ich genau... Ach so, warum mache ich es nicht gleich so, ich Vollidiot? Easy. Ja, genau. Ich wollte drüber springen und der macht so andersrum und fällt mit Absicht voll. Ja, meine ganze Life's good night. Na komm. So. Oh, shit. Oh. Okay, hier sind auch wieder zwei. Ich glaube, ich wäre schon längst da gewesen, wenn ich denn
anderen Weg einfach zurückgelaufen, but who cares? Ja, genau. So läuft's doch. Genau, perfekt. So macht's doch Spaß. Ernsthaft? Gott, echt meine ganzen... Ey, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? What the hell is going on? Ich passe einfach nicht auf. Ich mach das jetzt mal ohne Scheiß so. Nein. Okay, dumme Idee. Ich bin schon eh dran gewöhnt, den Weg da zurückzugehen. Das macht mir... Alter, ich hätte es fast vergessen. So, ganz locker, ganz easy. So. Wow. Ja, egal, schnell hier durch. Ey, ich bin doch echt so ein Riesentalent. Alter, aber das ist wieder knapp. Pah. So. Da sind wir. Jetzt. So. Gott. Natürlich gehe ich dahin. Ach so, das war mit diesen ganz schweren Kisten gemeint. Okay. Na komm schon. Geht doch. Und wie aktiviere ich die jetzt? Lasst mal gucken. Ah, hier. So. Wusste ich's doch. What? Warum gingen die gleich kaputt? Egal. Mach mal das gut, obwohl komm. Na komm schon, Crash. So. So. Nein. So. Krieg schneller. Okay. Wenn da jetzt eine rote TNT drin wäre, dann gelitten. So, und jetzt Achtung. Ah! Seht ihr es da hinten? Gott, verbrauche ich da wieder viel Zeit, um so ein Stellen. So. Ja, die wissen auch noch. Very nice. So. Das war ein bisschen gefährlich. Das gebe ich zu. So, geht doch. So, 23. Wow.
So, geht doch. Haha. Noch zwei Kisten. Noch eine. Nein. Nein. Zum Glück ist das verbarrikadiert. Trotzdem live draufgegangen. Scheiße. Schade. Na komm schon. So jetzt. Letzte Kiste. Ernsthaft. Naja, was soll's. Nochmal von vorn. Da kommt man gar nicht weiter, weil die Kamera automatisch schon nach unten zeigt. So. So. Geht doch. Alright then, here we go. Zack. Zack. Da sind wir. Der Warp-Raum. Ja, ja, der Ladescreen wurde verändert. Und zack. Und zack. Very nice. Einmal Dance skippen. Wir gehen gleich weiter. Crash Dash. Es gibt doch ein das heißt Crash Bash. Mit Rutschen kommst du manchmal schneller voran. Manchmal? Ich würde sagen, immer. Ah, okay, okay. Okay, 44 Kisten. Ja, ja. Oh shit, das war eine Mine. Zum Glück waren wir schnell genug. Checkpoint, nice. Achso, jetzt verstehe ich, was wir manchmal. Ah. Ah, stimmt, die Dinger gibt's ja auch noch. Ja, ja. Nein! Das war das Falsche. Noch ein Checkpoint, nice. Oh shit. Ich weiß noch, wie ich damals extra dieses Level auswendig gelernt habe, um diesen Dingern da wirklich genau für die Millimeter Abständen so ausweichen zu können. Gott, ist die langsam. Da soll es jetzt 30 Kisten geben. 17 Stück, immerhin etwas. So, easy. Alright then. Ha, bin ich gut. Sehr schön. Wie es immer hergeht. Der Sound müsste mal hin. So, 17 Stück. Noch 13 Stück, 13 Stück noch. Ah, okay. Booster. Ah, die können mich doch genauso gut in der Falle reinhauen. Noch 9 Kisten, alright. Okay. Ernsthaft, jetzt wollte ich nicht zu weit springen. Ja, dann machen wir es halt auf die normale Art und Weise. Ok.
Okay. Wir testen mal kurz das aus. Weil normalerweise 35. Mir wäre es schon fast wieder passiert. 35. Okay. Das gilt nicht, wenn er sie kaputt macht. Ich muss es selbst machen. Alright. Hä, what the fuck? Komm schon. Ich hätte es fast wieder getan, ey. Alter. So. Oh shit. Okay. Mist, das Leben. Muss ich die echt alle selbst einsammeln? Ist doch voll hart eigentlich. Aber es war 9 Stück. What the fuck am I doing? Ich kann doch einfach ganz normal springen. Warum mache ich es mir so kompliziert? Ich verschwende gerade wieder meine ganzen Lives. So, easy. So. Ja, toll. Das war ja sehr schön gerade. Egal, wenigstens live dazu gekriegt. Na komm, das schafft man schon. Was? Und schon wieder falle ich hinten runter. Das ist doch so unglaublich. Das glaubt man doch nicht, wenn man es nicht gesehen und gehört hat, ey. Come on, come on, come on, come on. Ernsthaft? Ernsthaft? So. Let's go. Ich hatte locker an die 20 Lives, oder? So, Alter. Wäre da fast gebrettert. Ja, wenigstens hat er das Live genommen. Oder nicht? Doch. Alter. Wow. Nein! Warum? Ich Vollidiot. Das war jetzt komplett meine Schuld. Hey. So. Ja, Gangster. Ernsthaft? Okay, ich glaube, das packen wir nicht mehr. Ich Vollidiot. Aber der müsste die doch eigentlich... Eigentlich müsste er's. Ja, krank wieder. Egal, wenigstens bin ich hier nicht reingebrettert. Nur wegen diesen Scheißkisten. Ich mach's jetzt mal ohne Kisten, weil sonst verrecken wir noch. Darauf habe ich keinen Bock. Und mal gucken, ob der die dann einfach, ja. Also wir haben 35. 36. Also tut das doch, verdammt. Und ich mach mir das Leben schwer. Kann ich einfach durchjumpen? Ja, für die Apple, sehr schön. Ja, 44, gib mir meinen Diamond und tschüss. Gott, Idiot. So viele Lives verschwendet. Ja, jetzt schnell.
Alright then. Very nice. Ja, wir wissen's. Hä, hat er nicht gesagt, er meldet sich sobald. Habe ich das jetzt abgebrochen? Hä, 1, 2, 3, 4. Hä? 1. Sag mir das die 1. Dann ist das die 2, dann ist das die 3, dann ist das die 4 und dann ist das die 5. What the fuck? Bin ich jetzt total verblödet? 1, 2, 3, 5. The pits. Hang 8, snow go. Ripper Roo. Nee, da waren wir noch nicht drin. Oder? Sollte wirklich nicht mit Nitro-Kisten spielen. Du übrigens, soll. Er sollte, hä? Ach so, das ist der Boss. Ach so, ich Idiot. Ich dachte, das passiert erst, wenn wir hochfahren. Ja, okay. Ja. Achso, ich hätte auf ihn drauf springen sollen. Okay. Easy. Und das jetzt nur noch mit einem Leben. Let's go. Hä? Wieso kann ich nicht auf ihn drauf springen? Ach so, jetzt erst bei den Nitro-Kisten. Okay. So, ja. Erst dadurch will er die Dinger legen. Okay. Macht er schön chronologisch. Okay. Oh fuck. So, und jetzt mal gucken. Oh shit. Ich bleibe am besten hier. Noch geschafft mit deinem einzigen Life. Ich bin krank. Professor pulverisiert. Geht doch. Alright then. Done that. Jetzt kann ich hoch. Krank. Er hat zwar gesagt, er meldet sich, aber whatever. Wie geil. Also auf jeden Fall, ja genau. Wie ich sehe, war Ripper Roo wieder mal keine echte Herausforderung. Aber kommen wir zur Sache. Es sind noch Kristalle zu sammeln. Genauer gesagt 20 Stück. Bald richten sich alle 13 Planeten aus und es wird eine Macht entstehen, die die Erde zerreißen kann. Aber wenn man sie richtig einsetzt, können die Kristalle die Energie aufnehmen und eindämmen. Crash, bist du das? Ich habe dich schon überall gesucht. Ich habe nicht viel Zeit, dir das zu sagen, aber du musst vorsichtig sein. Kontext zu vertrauen ist sicher keine gute Idee. Ich kann die Verbindung nicht mehr lange offen halten. Crash, finde... Schade. Auf jeden Fall, das war's. Thank you for watching, guys. Wir sehen uns dann nächstes Mal beim nächsten Part. Hope you liked it.
and then we gonna do this shit, and yeah, whatever. The Blue Gang is out. Peace, YouTube. Word.